geht ja gut los, wie immer. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu positiven Begegnungen der Neuzeit. Mein Name ist, ja genau. Mein Name ist Holger Wicht, ich bin der Pressesprecher der Deutschen AIDS-Hilfe und ich darf wieder mal ausnahmsweise noch einmal durch die Eröffnung der positiven Begegnungen führen. Und ich glaube, ich kann versprechen, eine Woche nach dem Ende der Olympischen Spiele, dass wir alle Eröffnungsveranstaltungen, die wir dort gesehen haben, alle Choreografien, dass wir alles in den Schatten stellen werden heute Abend hier. Das Klima gibt dem ja schon mal ordentlich Auftrieb. Wir hatten Nieselregenkleidung eigentlich schon eingeplant, eingepackt, entsprechende Gesichter aufgesetzt und jetzt Hamburg hier im Sommerkleid. Ich sehe es schon überall wedeln und ich möchte deswegen als allererstes Michelle Meyer danken, die mir diesen Fächer zur Verfügung gestellt hat. Die Klimaanlage, falls es dazu Fragen gibt, ist seit heute Morgen auf Hochtouren im Einsatz. Mal sehen, wie weit sie kommt, wie lange sie durchhält, wie weit sie das hier runterkühlen kann. Macht euch keine Sorgen, in 3-4 Stunden sind wir durch, das schaffen wir schon. Ja, es gibt einige Parallelen zu den Eröffnungsfeiern von Olympischen Spielen, die wir hier heute aufgreifen können. Zum Ersten, also das Klima, ich denke mal, da brauchen wir uns nicht hinter Rio zu verstecken. Das klappt schon mal. Wir haben großartige, prominente, teils auch sportliche Gäste, die hier Worte finden werden. Wir haben einen echten Präsidenten unter uns, wenn auch nicht von einem Land, sondern doch von einem großartigen Sportverein. Das ist unser Schirmherr Oke Göttlich. Dem erstmal ein ganz besonderes herzlich willkommen. Ihr wisst natürlich alle, dass er vom FC St. Pauli ist und alles Weitere zu dem Thema wird er nachher selber hier selbstverständlich erklären. Ja, wir haben auch ein Muss bei Eröffnungsveranstaltungen, wundervolle Musik hier auf der Bühne und wir haben vor allem atemberaubende Choreografien. Wir alle werden Teil dieser Choreografien sein. Das ist auch der Grund, warum ihr auf euren Plätzen diese kleinen Stoffkreuze gefunden habt. Spielt dann nicht mit rum, werft die nicht weg. Passt da gut drauf auf. Ihr braucht die nachher am Schluss, also haltet sie gut fest. Jeder nur ein Kreuz. Ja, wir haben natürlich auch Sachen, die nicht genauso sind wie bei Olympia, sonst wäre das ja irgendwie nicht spezifisch genug für eine Veranstaltung wie diese. Wir haben richtig gute Inhalte. Wir wollen hier auf der Bühne ein paar Leuten zuhören, die wichtige Sachen zu sagen haben. Wir wollen natürlich auch miteinander ins Gespräch kommen. Wir werden einen kleinen Talk hier auf der Bühne veranstalten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir hier den Faden aufnehmen können für diese Konferenz, die sich ja viel vorgenommen hat, indem sie sagt, wir wollen richtig dicke Bretter bohren, wir wollen Probleme lösen. Wir wollen Teile der Lösung zu einem Großen und Ganzen zusammenführen. Wir machen das Ganze auch im Gegensatz zu Olympia ohne Doping. Hier und da vielleicht ein bisschen Truvada, aber das ist okay heutzutage. Ja, ganz kurz bevor es richtig offiziell losgeht, darf ich noch sagen, das hat mir die Heike Gronski, Konferenzleitung, gerade noch zugeraunt. Wir sind über 500 Leute dieses Mal bei den positiven Begegnungen. Das heißt, wir sind nicht nur die größte HIV-Selbsthilfekonferenz Europas, sondern wir sind auch die größten positiven Begegnungen aller Zeiten hier in Hamburg. Damit erstmal genug der salbungsvollen Worte von mir. Ich bin dafür ja eigentlich gar nicht zuständig. Dafür haben wir ja einen Vorstand und der kommt jetzt, um uns ganz offiziell zu begrüßen und in die Veranstaltung einzuführen. Herzlich willkommen, Ulf Henschke-Kristall von der Deutschen AIDS-Hilfe. Sehr geehrte Damen und Herren, haben wir, glaube ich, nicht. Ich fange noch mal von vorne an. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu den positiven Begegnungen in Hamburg. Volles Haus, das sieht verdammt gut aus von hier unten. Schön, dass wir alle da sind. Ich freue mich auch sehr, dass wir gerade hier sind in Hamburg. Das Tor zur Welt, sagt man ja auch, und das passt prima. Denn wir wollen mit dieser Konferenz ja ein starkes Signal in die Welt senden und zugleich die Welt animieren, Teil der Lösung zu sein. Wir haben uns viel vorgenommen. Bis Sonntag wollen wir gemeinsam intensiv an Themen arbeiten, die uns betreffen. Wir wollen Zeichen setzen gegen Diskriminierung und realistische Bilder vom Leben mit HIV erzeugen.
Wir alle wissen, es sind dicke Bretter, die wir da bohren. Darum wollen wir hier Ansätze entwickeln, wie wir in Zukunft alle gemeinsam noch mehr erreichen können. Dafür haben wir das Konzept der positiven Begegnungen gemeinsam mit der Vorbereitungsgruppe weiterentwickelt. Statt vieler Einzelworkshops widmen wir uns durchlaufend 6 Themenschwerpunkte. So können wir besser in die Tiefe gehen und langfristige Strategien erarbeiten. Angesichts der aktuellen politischen Situation erscheint es mir besonders wichtig, dass wir unsere Kraft voll entfalten. Ich empfinde diese Situation als durchaus spannungsreich und auch als bedrohlich. Auf der einen Seite geht es den meisten Menschen mit HIV 20 Jahre nach Erfindung der Kombinationstherapien so gut wie nie. Wir erklären hier der Welt, dass man mit HIV lange und sehr gut leben kann und dass im Leben mit HIV alles möglich ist. Ob es nun um Karriere geht, um Sex oder ums Kinderkriegen, natürlich jeweils nur, falls gewünscht. Und wir können auf dieser Konferenz über neue, und ich stelle das mal in Anführungszeichen, denn neu heißt für mich, dass das Wissen in der Gesamtbevölkerung noch nicht angekommen ist, also neue Safer-Sex-Strategien wie Schutz durch Therapie und die PrEP diskutieren. Mal ehrlich, wer hätte das vor 20 Jahren gedacht? Auf der anderen Seite verschärft sich zurzeit das gesellschaftliche Klima. Ausgrenzung von Minderheiten nimmt zu. Besorgte Eltern und die AfD wollen Aufklärung über Homosexualität und jegliche Emanzipationsarbeit für LGBTI-Sternchen aus den Schulen verbannen. Alles, was nicht der heterosexuellen Kleinfamilie entspricht, ist in ihren Augen weniger wert. Zugleich machen sie Stimmungen gegen Migrantinnen, gegen die Menschen, die hier Schutz vor Krieg suchen, weil diese angeblich und ganz pauschal homophob seien. Diese Art und Weise, wie hier Minderheiten gegeneinander ausgespielt und Menschenrechte beiseite geschoben werden, ist widerlich. Und sie ist in höchstem Maße gefährlich für uns alle. Denn Homophobie, Rassismus und Sexismus befeuern seit jeher Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen mit HIV. Ich kann nur sagen, lasst uns den Anfängen wehren. Dabei sollten wir uns nicht auf Rückzugsgefechte einlassen, sondern ganz klar sagen, halbe Gleichberechtigung gibt es nicht. Das nennt man Diskriminierung. Wir brauchen die volle Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Trans, Sternchen und allen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Wir brauchen eine Drogenpolitik, die Konsumierende nicht verfolgt, bestraft und ächtet, sondern ihnen hilft, ihr Leben und ihre Gesundheit zu schützen. Wir brauchen endlich eine angemessene Gesundheitsvorsorge von Menschen in Haft, inklusive fachkundiger HIV-Behandlung und inklusive sauberer Spritzen, um HIV- und Hepatitis-Infektionen zu vermeiden. Und wir brauchen nicht zuletzt eine anständige Versorgung von Menschen mit HIV ohne Papiere. Wir werden dazu heute noch mehr hören. Rita Süssmuth forderte uns auf dem Frühjahrsempfang im April bezüglich der 80er Jahre auf: Achten Sie darauf, dass sie nicht wiederkommen, denn sie sind unterwegs. Ich will das erweitern. Da sind noch ganz andere Zeiten unterwegs. Und die liegen mehr als 30 Jahre zurück. Oder wie Christian Giebel von der AIDS-Hilfe Hamburg es gestern Abend formulierte: Kein Sex mit Nazis. Unsere Antwort auf die drohende Rollback-Bewegung kann nur eine sein: Einigkeit. Hier bei den positiven Begegnungen können wir dafür sorgen. Dazu gehört auch, dass wir uns gegenseitig näher kennenlernen, auch den einen oder anderen Graben zuschütten, den es in der HIV-Community durchaus gibt. Das dürfen wir uns zutrauen. Wir sind stark
klug und klug genug. Deswegen gibt es hier bei den positiven Begegnungen auch einen Themenstrang zum Thema Diversity. Lasst ihn in uns nutzen. Unsere Vielfalt war schon immer unsere Chance. Nur gemeinsam können wir wirksam für eine Gesellschaft eintreten, die nicht ausgrenzt. Eine, die niemanden zurücklässt. Eine, wo nicht die eine Minderheit gegen die andere ausgespielt wird. Wir alle können in diesem Sinn Teil der Lösung sein. Und wir alle wissen, das Ganze ist am Ende mehr als die Summe seiner Teile. In diesem Sinne wünsche ich allen eine ertragreiche und schöne, positive Begegnung. Lasst uns gemeinsam etwas auf die Beine stellen und dabei jede Menge Spaß haben. Vielen Dank. Ja, danke schön, lieber Ulf. Du kommst ja gleich nochmal wieder. Jetzt ist es erstmal soweit. Wir haben uns bei der Konzeption dieser Veranstaltung natürlich gefragt, wen gibt es da vielleicht in Hamburg, der uns unterstützen könnte, der unser Anliegen teilen könnte und der es dann in einen Teil der Welt, in einen Teil der Gesellschaft trägt, wo noch besonders viel zu tun ist. Zum Beispiel haben wir gedacht, vielleicht in die Welt des Profifußballs. Da hört man ja, gibt es hier und da noch das ein oder andere Problem mit dem ein oder anderen ausgrenzenden Ruf aus der Fankurve in der einen oder anderen Stadt. Ja, und da lag es nicht so fern zu sagen, da gibt es doch den FC St. Pauli in Hamburg, der macht das alles anders, der macht da richtig Aktion. Die setzen sich ein, Verein und Fans gemeinsam gegen Ausgrenzung für eine solidarische Gesellschaft, also etwas, was Fußballvereine eigentlich sonst nicht so tun. Wir haben ihn gefragt, willst du unser Schirmherr sein? Er hat gesagt, ja, will ich und hier ist er. So einfach ist das manchmal. Herzlich willkommen, Urke Göttlich. Es gibt ein kleines Geschenk. Und das ist auch Teil der Choreografie. Dann würde ich mal... So. Wow. Wir haben ja gesagt, dass es heute auch um Choreografien geht. Und beim FC St. Pauli geht es auch immer sehr viel um Choreografien. Und aus dem Grund müssen wir jetzt noch irgendwo einen Platz finden, wo wir das jetzt hier mal aufhängen. Ja, sehr gut. Nicht vor die Sponsorenlogos, das ist ganz wichtig. Nee. Ich hoffe, das kriegen wir noch. Ich glaube, vielleicht können wir das auch irgendwo in der Fankurve sonst. Ja. Arne, wo bist du denn? Du kommst ja gleich noch, aber vielleicht kannst du schon mal das organisieren. Das fällt in dein Fachgebiet. Komm mal her, komm. Halt das mal einfach hoch während der. Könnte mich auch da hinstellen. Ja, komm gleich mit auf die Bühne hier. Halte das, wenn der Präsident spricht, wird die Fahne hochgehalten. Also, liebe Freundinnen und Freunde, habe ich gelernt, weil natürlich steht auch auf meinem Zettel, sehr geehrte Damen und Herren. Das habe ich jetzt gestrichen, weil bin ja schnell antizipierend. Also, liebe Teilnehmerinnen der positiven Begegnung, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ich wurde angesprochen, ob wir das tun wollen würden oder ob ich das tun wollen mag und das stand für mich überhaupt gar nicht groß und lange zur Debatte, denn der Verein hat sich über inzwischen Jahrzehnte eingesetzt. Das begann natürlich unter anderem mit der Personalie und meinem Vorvorgänger Corny Littmann, dem wir auch sehr dankbar sind, was er für den FC St. Pauli getan hat, dem wir auch dankbar in vielen anderen Sachen sind. Und natürlich wurde das Thema gegen Homophobie auch mit ihm und durch ihn auch weiter noch in unserem Verein verankert. Und mein Vorgänger, Tjaak Voigt, Vizepräsident im Vorgängerpräsidium, hat 2013 maßgeblich dazu beigetragen, dass die sogenannte Berliner Erklärung erarbeitet wurde, die eben gemeinsam gegen Homophobie und für Vielfalt, Respekt und Akzeptanz
von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld erarbeitet wurde und die auch im Fußball aufgenommen worden ist und eben von Fußballverbandsvertretern des DFB ihre Umsetzung fanden. Insofern war es für mich überhaupt gar keine Frage. Und wie ich auch auf den schönen Bildern vorhin gesehen habe, ich bin die solidarische Hete oder ich gehöre zu den solidarischen Heten. Ja, also als ich vor 20 Jahren Fan des FC St. Pauli geworden bin, übte dieser Verein natürlich eine magische Anziehungskraft auf mich aus, weil er tatsächlich entgegen dem Mainstream mit sehr vielen Werten etwas zu tun hatte, wo ich mich immer gefragt habe, warum muss man dafür eigentlich immer noch kämpfen? Die sind doch eigentlich selbstverständlich. Und es war aber etwas, was im professionellen Fußball nicht gegeben hat. Und ich mochte den Fußball auch sehr gern. Und deshalb war ich immer diesem Verein sehr nahe. Und ein Verein, oder ich würde auch sagen, es waren vor allen Dingen seine Fans. Und das dürfen wir immer nicht vergessen. Es waren die Menschen um diesen Verein herum, die ihre Stimme erhoben haben. Laut, vernehmlich, manchmal schrill, manchmal donnernd, oft sehr unbequem. Und ich weiß, dass das ein wesentlich und wichtiger Punkt ist, um Dinge auch in ihre Durchsetzung zu bringen. Das erlebe ich im Verein, das erlebe ich aber auch im sozialen und gesellschaftlichen Umfeld. Ich war gerade vor zwei Tagen in Anklam, wo es ein kleines Konzert gegeben hat, in meiner anderen Funktion als Musikunternehmer. Und wir mit knapp 3000 Leuten in Anklam gegen Rassismus und Nazis, die dort in den ostdeutschen Provinzen einen natürlich sehr hohen Anteil haben, entgegenzusetzen und die Leute zu unterstützen in den kleinen Dörfern, die wirklich was unternehmen und die in der Minderheit sind und die in der Minderheit aber unterstützt worden sind, in dem Fall durch tolle Musiker wie Materia und Campino und Feine Sahne Fischfilet, die durch Mecklenburg-Vorpommern derzeit touren, um da verhindern zu wollen, dass die NPD wieder in den Landtag einzieht und die AfD hoffentlich möglichst wenig Prozente erhält. Und insofern möchte ich sagen, es ist wichtig, dass man laut und stark und auch manchmal unbequem seine Positionen aufbringt. Unsere Fans haben die Politik ins Stadion geholt und das nicht nur auf Spruchbändern und Tapeten, sondern auch durch ihren Aktionismus und durch ihre Aktivität bei uns im Verein. Und das ist auch wichtig. Der Verein ging dann damals auch so weit, dass wir der erste Club in Deutschland gewesen sind, die den Kampf gegen Rassismus, Diskriminierung und Sexismus sogar in unserer Stadionordnung festgeschrieben haben. Und nicht nur dort, sondern lieb doch, wen du willst, oder nur die Liebe zählt, sind in großen Buchstaben und in verschiedenen Aufklebervarianten von Fans künstlerisch gestalteten Gegengrade im Millerntor zu finden, auf Aufklebern in allen Formen. Auf dem Dach der Südkurve flattert die Regenbogenfahne als äußeres Signal unseres seit Jahren engagiert geführten Kampfes gegen die Diskriminierung. Diese Haltung hat mich begeistert und begeistert mich immer noch. Und das war auch ein wichtiger Grund, warum ich Präsident geworden bin. Aber der Umstand, dass wir diesen Kampf überhaupt noch kämpfen müssen, zeigt das große Dilemma und gleichzeitig unsere Verpflichtung, nicht müde zu werden, auf Missstände hinzuweisen und immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und unsere Stimme zu erheben, laut und deutlich. Je mehr ich mich mit dem Thema Leben mit HIV beschäftigt habe, desto notwendiger ist für mich das Engagement. Denn eine ganz wichtige Botschaft lautet: Mit HIV hat man heute eine fast normale Lebenserwartung und man kann mit HIV leben, wie man möchte, wenn einem nicht Diskriminierung das Leben schwer macht. Das muss noch bekannter werden. Mir war es in seiner ganzen Tragweite bisher nicht bewusst. Natürlich wusste ich, dass sich durch die Medikamente vieles geändert hat, aber wie genau das Leben mit HIV heute aussieht und wie weitreichend die Veränderungen sind, war mir nicht klar. Da habe ich dazugelernt und ich freue mich, auch in Vorbereitung zu dieser Veranstaltung etwas gelernt zu haben. Und ich hoffe, das wird anderen Menschen auch so gehen, die heute von euch hören, morgen von euch hören und auf der Demo auch von euch hören werden und sich mit dem Thema auseinandersetzen.
Dass Diskriminierung von Menschen mit HIV heute immer noch zum Alltag gehört, finde ich erschreckend. Wo wir Zurückweisung begegnen, müssen wir handeln. Denn Ausgrenzung ist nicht akzeptabel. Deswegen müssen wir deutlich machen, dass eine HIV-Infektion im Alltag keine Rolle spielen muss. Und das gilt eben auch auf dem Fußballplatz und am Stammtisch nach dem Spiel. Zu viele Leute wissen noch nicht, dass HIV durch eine Blutgrätsche nicht übertragbar ist. Und es soll noch immer ziemlich viele geben, die nicht einmal aus dem Glas eines HIV-Positiven trinken würden. Nach mehr als 30 Jahren Aufklärung ist das eine ziemlich niederschmetternde Erkenntnis. Aber zum Glück hat sich ja gleichzeitig auch vieles getan, was Mut macht. Besonders beeindruckt hat mich das Engagement, von dem ich auch in Vorbereitung auf die Rede heute las, von Dr. Thomas Bug. Er behandelt HIV-positive Migrantinnen ohne Papiere, sprich ohne Aufenthaltsstatus. Diese Menschen riskieren mit jedem Arztbesuch ihre Abschiebung. Deshalb vermeiden viele, zum Arzt zu gehen und werden sterbenskrank. Als Arzt will Dr. Bug diese Leben retten und Gesundheit erhalten. Aber um seine Pflicht zu tun, muss er Vorschriften verletzen, indem er Medikamente aus Restbeständen verwendet. Ich finde, niemand verkörpert das Motto, sei ein Teil der Lösung, so konsequent wie er. Wir brauchen mehr Menschen, die mal den Rücken gerade machen, die sich ins Fadenkreuz stellen, um etwas zu bewegen. Zugleich finde ich es beschämend, dass es Menschen wie Dr. Bug geben muss, dass er gegen Gesetze verstoßen muss, um seinen Job als Arzt zu machen, um Leben zu retten und die Gesundheit von Menschen zu erhalten. Es ist schon skandalös, dass sich im wohlhabenden Deutschland Menschen von der HIV-Behandlung ausgeschlossen sind. Ja, wir brauchen eine vollwertige medizinische Versorgung für alle. Es darf keine Menschen zweiter Klasse geben, deren Leben und Gesundheit nichts wert sind. Medizinische Behandlung ist eine Frage der Menschenrechte, nichts anderes. In diesem Zusammenhang müssen wir weiter Tag für Tag gegen die Stigmatisierung von HIV-positiven Menschen kämpfen. Diese wurzelt in Homophobie, Sexismus und Rassismus. Und deswegen werden wir Diskriminierung von Menschen mit HIV auch nur dann in den Griff bekommen, indem wir weiter gegen Homophobie, Sexismus und Rassismus kämpfen. Solange das Bild von HIV mit abwertenden Stereotypen von Schwulen, Migranten, Frauen und drogenkonsumierender Menschen verknüpft wird, wird es auch Herabwürdigung von Menschen mit HIV geben. Solange es diese merkwürdige Vorstellung gibt, dass in der Sexualität immer alles völlig rational und wohlüberlegt ablaufen muss und kann, wird es Schuldzuweisungen geben. Und je mehr die AfD, die besorgten Bürger oder ähnliche Strömungen die alten Normen von der heterosexuellen Kernfamilie befeuern, desto mehr Ausgrenzung wird es geben. Dagegen müssen wir gemeinsam angehen. Und deswegen stehe ich hier als Präsident des FC St. Pauli und sage laut und deutlich, wir sind ein Teil der Lösung, wir sind an eurer Seite. So. Und nee, warte, so schnell geht's nicht. Und es gab ja früher sowas bei der Bravo immer, das hieß Traumtreff, ne? Kennt ihr das noch? wo man seinen Star treffen konnte. Und deswegen dachten wir uns, hier könnte Arne vielleicht einen kurzen Dank an unseren Schirmherrn sagen, der kennt sich einfach am besten aus, hat auch das richtige T-Shirt an hier, ich nehme die Fahne so lange. Und Kamerakind Johannes macht so lange ein paar schöne Fotos, die kann Arne dann mit nach Hause nehmen. Bitteschön. Ja, zur Bravo. Meine Hoffnung war vielleicht, dass deine sexuelle Identität nicht so ganz gesichert ist und wir könnten noch was starten vielleicht. Ich weiß es nicht. Kannst ja noch überlegen, bist ja noch einen Moment hier. Aber ich habe große Konkurrenz hier, aber ich habe das hübscheste T-Shirt von allen an. So viel ist schon mal klar. Nein, dass ich hier stehen darf, danke. Ich wurde um 3:45 gefragt, ob ich hier stehen möchte, weil heute treffen sich eigentlich zwei große Leidenschaften in meinem Leben. Das eine ist der magische FC St. Pauli. Seit 1989 schon bin ich Fan, als das alles begann mit der Fanbewegung. Und die Leidenschaft AIDS-Hilfe. Also das ist ja nicht nur ein Beruf, sondern das macht man aus Leidenschaft. Man verdient wenig Geld und hat viel Arbeit immer. Aber
Aber, das ist nur in der Provinz genau, so. Aber ein Thema, wo ich viel Leidenschaft reinbringe, und ich finde, der Marischef C. St. Pauli und die AIDS-Hilfe passt ganz gut zusammen. Wir haben von der Haltung sehr viel Überschneidung. Du hast das ja gerade schon gesagt. Wir sind antirassistisch, antisexistisch, antihomophob. Und ich finde es ein total starkes Zeichen, dass du heute hier bist und sagst, auch Menschen mit HIV gehören in die Fankurve. Damit leistest du einen großen Dienst der AIDS-Hilfe-Bewegung. Dafür sage ich dir Danke. Das bedeutet mir unfassbar viel. Und kein anderer Fußballverein hätte das getan, sage ich mal so. Danke. Okay. Einmal fürs Foto hier. Der Oke sagte gerade, er hatte komische Flecken auf der Hose. So schnell geht das. Ja. Also. So, jetzt muss ich die Bühne leider räumen. Das geht dann doch etwas zu weit an dieser Stelle. Wir haben ja noch einen Ausklang nachher. Lasst uns einmal durchatmen. Lasst uns Musik hören. Lasst uns ein bisschen zu uns kommen. Der Singer-Songwriter Gabriel Weber ist aus Berlin zu den positiven Begegnungen gekommen. Sigrid Zörgiebel-Schäfer wird ihn am Klavier begleiten. Sie hat in Karlsruhe Musik studiert und wird jetzt diesen Flügel in Betrieb nehmen. Der steht nicht nur zur Zierde hier. Sie wohnt mittlerweile in der Nähe von Hamburg. Das ist also Musik aus der Region, wie man das heutzutage macht. Bitte begrüßt sehr herzlich Gabriel Weber und Sigrid Zörgiebel-Schäfer. Einmal mehr werde ich dir da sein, einmal mehr werde ich dir da sein.
Freund sagt, der dir dann sagt, wen du zu lieben hast, denn so wie du liebst, liebst du gut. Hör nicht hin, wenn sie dir sagen, es gäbe nur den einen Glauben, denn so wie du glaubst, glaubst du gut. Und dann starte wieder von vorne, keiner hält dich jetzt auf deinem Weg, leb den Moment, leb deine Zeit, sei im Augenblick bereit, davon zu gehen, das ist es wert, leb dein Leben unbeschwert. Starte wieder von vorne. Keiner hält dich jetzt auf deinem Weg. Lieb den Moment, lieb deine Zeit. Sei im Augenblick bereit, davon zu gehen. Das ist es wert. Lieb dein Leben unbeschwert. Wir brauchen die Bühne wieder frei, denn wir müssen über Politik sprechen. Da brauchen wir kein Klavier für. Aber da ist trotzdem Musik drin, da bin ich ziemlich sicher. Wenn es um HIV und AIDS ging, dann waren Menschen mit HIV und AIDS schon immer Teil der Lösung. Das haben wir immer, die Fahne haben wir immer hochgehalten und das haben wir auch immer durchgesetzt bekommen. Und das ist in Deutschland auch auf fruchtbaren Boden gefallen. So ist das auch gewesen und so ist das jetzt, als das Bundesgesundheitsministerium kürzlich die neue HIV-AIDS-Strategie vorgestellt hat, die auch andere Geschlechtskrankheiten und Hepatitis mit beinhaltet. Integrierte Strategie heißt das. Aber das kann die Frau, die das alles federführend geleitet hat, viel besser erklären als ich. Hier ist zum Eröffnungsvortrag der positiven Begegnung Ines Perea, die Leiterin des HIV-AIDS-Referates im Bundesgesundheitsministerium. Ines, bitteschön. Ja, ich danke dir, Holger, und ich danke euch allen für diesen wunderbaren Empfang. Ich kann das nicht mehr toppen, dieses Geschenk, also weil das ist natürlich... Ich habe keine Fahne mitgebracht. Ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass die Farbe des BMG hier dieselbe Begeisterung ausgelöst hätte. Aber ich habe zumindest etwas mitgebracht in einer höheren Anzahl. Damit kann ich toppen, also weil ich habe von der Strategie 50 Exemplare von Berlin mit hierher geschleppt. Und die liegen da vorne auch aus und sehr gerne können sich natürlich diejenigen von euch, die die Strategie noch nicht kennen oder die einfach gerne ein gedrucktes Exemplar davon haben möchten, das auch heute oder im Anschluss an den Vortrag nehmen. Und ansonsten noch zu Holger, du hattest das ja so angekündigt mit diesem so Choreografie und so. Ich wurde aber wenig eingeführt, also wie ich hier jetzt aufzulaufen habe oder wieder abzugehen habe. Ich hoffe, das war jetzt so alles so in dem Form, wie du dir das so vorgestellt hast. Na, wir wissen ja, dass eine Dame weiß, wie man eine Bühne betritt. Ja, zumindest habe ich mich nicht getraut, weil diejenigen unter euch oder Ihnen, die mich schon länger kennen, die wissen, dass ich des Öfteren auch in Schwarz-Gelb auftrete. Nicht so sehr wegen der politischen Farben oder eher weniger, sondern weil die meinen Fußballclub repräsentieren, der in Westfalen liegt. Und ja, aber wahre Liebe, ne? Wahre Liebe. Und Ines Perea vom Bundesgesundheitsministerium. Genau. Und ich war ja auch zu was anderem eingeladen und außerdem bin ich wirklich gerne hierher gekommen, denn ich bin in Hamburg geboren. Also insofern, das war nicht schwer, nach Hamburg zu kommen. Und ich freue mich sehr, in meiner Geburtsstadt auch mal wieder unterwegs sein zu können. In 15 Minuten jetzt die Strategie oder vielleicht auch Punkte, die damit zu tun haben, zu erläutern, ist durchaus eine Herausforderung.
Und ich werde dadurch auch jetzt natürlich nur auf wenige Punkte eingehen und hoffe mir auch auf weiteren Austausch, also während der nächsten Tage. Also ich habe jetzt nicht vor, heute direkt danach wieder abzureisen, sondern ich bin bis Samstagmittag hier und werde auch an weiteren Workshops teilnehmen und freue mich auf jeden Fall, wenn man mich anspricht, wenn man Anregungen hat, Kritik und so weiter. Da bin ich sehr offen und wie gesagt, freue mich darüber. Und wir haben, also es gab, glaube ich, durchaus Verwunderung. Also warum haben wir jetzt dieses Mal eine Strategie gemacht und nicht irgendwie einen Aktionsplan, der ja auch bislang noch in Kraft war, der Aktionsplan von 2007. Und wir haben das deshalb gemacht, weil wir uns zum einen längerfristig ausrichten wollten, nämlich wirklich auf 2030. Die meisten von Ihnen werden das wissen, 2030 werden die Nachhaltigkeitsziele, also sind verabschiedet worden, bis dahin sollen sie erreicht werden, die sind sehr ambitioniert und eins davon lautet AIDS beenden, weltweit. Und insofern hat das für uns gepasst, also auch von Deutschland aus uns auf einen langen Zeithorizont auszurichten, weil wir gehen durchaus nicht davon aus, dass wir in den nächsten 5 Jahren, auch wenn das wünschenswert wäre, also HIV und Hepatitis in der Form schon eingedämmt haben, dass die Prävention und Ähnliches und Bewegung dafür nicht mehr notwendig ist. Und wenn man einen Aktionsplan macht, den wir ja auch hatten, dann ist der meistens nur auf 3 Jahre ausgerichtet, weil viel länger kann man gar nicht vorausschauen. Das heißt, dass die Ziele meistens schon in dem Moment, wo sie irgendwie veröffentlicht werden, schon fast wieder veraltet sind, weil man hat ja auch einen Prozess, bis sie geschrieben sind. Und aus dem Grund ist es diesmal wirklich eher ein politisch ausgerichtetes Dokument, was Leitlinien vorgibt, was die Dinge beschreiben soll, was also einen Ist-Zustand durchaus beschreibt, aber eben auch die Herausforderungen benennt, die da sind und Schritte für die Zukunft aufzeigt, auf die man sich berufen kann, auf die sich sowohl alle Akteure berufen können, aber eben auch die Länder und die Kommunen berufen können. Dann haben wir sie, das hat ja eben Holger Wicht auch schon gesagt, wir haben sie eben nicht mehr ausschließlich auf HIV ausgerichtet, sondern auf die weiteren STI und auch auf Hepatitis B und C. Das haben wir vor allem deshalb gemacht, weil es eben letztendlich doch sehr viele ähnliche Gruppen gibt, die von diesen Infektionen betroffen sind. Also auch wenn es bei Hepatitis C durchaus oder auch B durchaus auch noch andere Gruppen gibt. Aber da ist eine große Überschneidung und es gibt vor allem sehr ähnliche Übertragungswege. Und da wir auch viele Co-Infektionen genau in diesem Bereich haben, erschien uns das sinnvoll, das zusammenzuführen. Wir haben auch überlegt, macht es Sinn, vielleicht wirklich genaue Zielsetzungen zu wählen, also was man erreichen will, wie viel Prozent und so weiter. Auch davon haben wir Abstand genommen. Das liegt daran, dass wir als Bundesregierung nur einen sehr begrenzten Einfluss haben. Das kennen Sie alle aus eigener Anschauung, weil wir sind ein föderales System. Länder, Kommunen haben sowohl finanzielle Zuständigkeiten als auch rechtliche Zuständigkeiten. Und wenn wir diese Strategie mit den Ländern im Konsens hätten verabschieden müssen oder wollen, wäre uns das nicht gelungen. Ich kenne kein politisches Dokument, das derzeit mit den Ländern gemeinsam, also mit allen Ländern, verabschiedet werden kann. Weil das ist einfach schon allein nur aufgrund einer politischen Partei ist es zum Scheitern verurteilt, was durchaus sehr schade ist. Aus dem Grund haben wir uns auf diese Ausrichtung, wie sie jetzt beschrieben ist, festgelegt und wollen aber natürlich in diesem Zeithorizont bis 2030 auch immer wieder, wahrscheinlich im Zeitraum zwischen 3 und 5 Jahren, vermutlich 5 Jahre, wie so ein Resümee ziehen. Also wo man guckt, was ist jetzt eigentlich gerade erreicht, was ist noch nicht erreicht, was sind die nächsten Schritte. Mal kurz, was ist in der Strategie ansonsten auch, oder was ist dazu, was sind für uns die großen Herausforderungen? Das, was wir an erster Stelle gesetzt haben, und das wird Sie und euch nicht verwundern, das ist gesellschaftliche Akzeptanz schaffen. Denn der Abbau von Stigma und Diskriminierung, das haben wir jetzt eben ja auch schon wieder gehört, geht eben nicht, ist nicht in dem Maß vorangegangen,
wie es Behandlungsoptionen gab in den letzten 30 Jahren. Auch uns im BMG und mich persönlich haben die Ergebnisse von den positiven Stimmen, also der Befragung vor ein paar Jahren, also ja, schon fast erschüttert. Also das habe ich in dem Ausmaß eigentlich nicht vermutet. Und sie haben nochmal ganz doll gezeigt, wenn hier nichts passiert, dann können wir in dem breiten Themenfeld nichts erreichen oder zumindest nicht in dem nicht wirklich nachhaltig. Das heißt, aus unserer Sicht ist da weiterhin Handlungsbedarf, dann braucht es Finanzen für, da gibt es weiterhin, muss es weiterhin Kampagnen für geben, aber auch andere Modelle, wie man einbindet. Und eine Aktion, die Sie auch kennen, ist ja die Welt-AIDS-Tags-Kampagne. Und zumindest soweit, so viel kann ich auch schon deutlich machen, die wurde ja auch durchaus in den letzten 2 Jahren wieder kritisiert, weil wir haben eine Zeit lang mit echten Menschen und Gesichtern gearbeitet und wir werden wieder dazu zurückkehren. Also in diesem Jahr wird es wieder Gesichter geben. Und lassen Sie sich überraschen oder lasst euch überraschen. Ich glaube, da ist uns gemeinsam, weil das ist ja wirklich ein gemeinsames Produkt, wo die Deutsche AIDS-Hilfe auch ganz stark dran mitgewirkt hat, dass das eine gute Aktion wird. Da werden wir auch noch einige von euch für brauchen am 2. November, das kann ich schon mal ankündigen. Aber wir werden, wenn die Kampagne präsentiert wird, aber das werden wir, also wir werden es heute jetzt nicht in dem Fall vorstellen, aber da wird Holger sicherlich auf euch zukommen in nächster Zeit. Ein zweites Handlungsfeld sind bedarfsorientierte Angebote weiter ausbauen. Also auch da ist ganz vieles bewährt, das ist bekannt und das muss natürlich auch fortgesetzt werden, sicherlich zum Teil angepasst und weiterentwickelt. Aber auf jeden Fall, natürlich brauchen wir weiterhin zielgruppenspezifische Präventionsangebote und vor allem auch wirklich zielgruppenspezifisch. Und da können wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch genauer und besser werden, um zu gucken, in welcher Region ist eigentlich welche Zielgruppe am stärksten überhaupt betroffen und sollte hier auch besser vielleicht noch erreicht werden. Das dritte Handlungsfeld sind integrierte Präventionstest- und Versorgungsangebote weiterentwickeln. Da sind wir in Deutschland eigentlich, also wenn wir das mal europaweit vergleichen, eigentlich wirklich gut. Also unser Gesundheitssystem, aber auch das, wie bei uns AIDS-Hilfen und unterstützt werden, ist letztendlich in Europa beispiellos. Aber trotzdem hapert es an vielen Ecken. Also angefangen von einem HBV-Impfschutz, also der durchaus nicht in dem Umfang da ist, sowohl bei schwulen Männern wie auch bei Drogengebrauchern und vor allem auch bei Menschen, die mit HIV leben, wie ihr und sie. Dann das vierte Handlungsfeld ist die sektorübergreifende Vernetzung fördern. Da ist ja auch in den letzten Jahren viel diskutiert worden und es ist vor allem auch schon viel auf den Weg gebracht worden oder entwickelt worden. Und das wollen wir mit verstärken, bestärken, indem wir auch Modelle mit unterstützen oder vielleicht wissenschaftlich begleiten. Es hat sich wahrscheinlich rumgesprochen, das WIR-Zentrum in Bochum wird seit 1. August jetzt wissenschaftlich begleitet mit einer Förderung vom Gesundheitsministerium. Und diese wissenschaftliche Begleitung ist auch so ausgerichtet, dass die sich nicht aufs WIR-Zentrum begrenzen muss, sondern die ist auf 3 Jahre ausgerichtet. Und wenn andere Initiativen entstehen in anderen Städten oder es sind ja durchaus welche bereits schon am Entstehen, dann können die da auch mit aufgenommen werden. Also da ist es gut, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir sehen aber auch noch Entwicklungspotenzial, zum Beispiel im Bereich der Zusammenarbeit mit der Suchthilfe. Da haben wir ja auch vor allem die Druckstudienergebnisse in diesem Jahr und letzten Jahr bekommen. Und insofern, da ist also auf jeden Fall noch was zu tun. Das fünfte Handlungsfeld, das wundert wenig, das ist Wissensgrundlagen und Datennutzung weiter ausbauen, denn ohne Forschung, Surveillance und gute Datenanalyse können Strategien weder geplant noch angepasst werden. Und wir haben eben gerade in den letzten Jahren Studien gefördert, die vor allem auch das RKI umgesetzt hat, die partizipativ
erarbeitet und durchgeführt wurden. Also da gab es doch einen großen Wandlungsprozess, den wir auch sehr stark mit vorangebracht haben. Und das ist eben gerade nochmal die Druckstudie, aber auch die MISSA-Studie, da geht es um Menschen aus Subsahara-Afrika. Und diese Ergebnisse gilt es natürlich jetzt auch weiter zu diskutieren und zu schauen, was dann vor Ort zu tun ist. Ja, dann der heikle Punkt, also zur Strategie gehört natürlich auch die Prozesssteuerung, was wir machen und entsprechende Begleitgremien. Und da gibt es ja ein Gremium, was im Moment auch groß in der Diskussion ist, das habe ich natürlich mitverfolgt, also sowohl der Resolutionsentwurf, der für die POBE gemacht worden ist, also eben bezüglich des Nationalen AIDS-Beirates, und auch der Blog, Uli Wudemann hat ja dazu auch geschrieben, der leider heute nicht da ist, aber also wir haben das auch sehr begrüßt, dass diese Diskussion angestoßen wurde. Ich möchte das gerne aus unserer Perspektive oder das hier nutzen, um unsere Perspektive dazu darzustellen. Also das fehlt insofern auch in den bisherigen Analysen oder was darüber gesprochen worden ist. Für uns war es nicht so, dass wir der Auffassung sind, ein Gremium wie den Nationalen AIDS-Beirat braucht es nicht. Es braucht kein Diskussionsgremium und schon gar nicht braucht es eine Einbindung der Selbsthilfe. Also das ist definitiv nicht so, sondern, und das zeigen wir, glaube ich, auch auf allen Veranstaltungen, die wir in den letzten mindestens 2 bis 3 Jahren mit koordiniert haben, dass das nicht unser Weg ist, sondern dass es nur darum geht, miteinander diesen Weg zu gehen. Aber wir haben begrenzte Ressourcen im BMG. Und der Nationale AIDS-Beirat hat uns gerade jetzt in den letzten 2, 3 Jahren 2 sehr wichtige Voten oder in Arbeitsgruppen Ergebnisse geliefert. Das eine ist zum Beispiel der Bereich polizeiliche Datenbanken, also mit dem Symbol ANST. ANST ist vermutlich den meisten bekannt. Und ein Thema, was hier auch schon angesprochen wurde, ist die Situation in Haft. Und wir haben eigentlich bei uns personell, wir sind ein Referat mit 4 Leuten, davon sind 2 Referenten, also meine Kollegin Gesa Kupfer und ich. Und wir können entweder das ein bisschen wie in den frühen Jahren, also vor meiner Zeit, machen. Okay, es gibt Voten, aber was, dem folgt dann eigentlich nichts, weil es gab schon mal ein Votum zur Haft. Weil man dann sagt, ja, weil eigentlich ist das BMG dafür gar nicht zuständig, sondern die Justizbehörden oder irgendwie die Polizeibehörden. Aber wir brauchen uns nichts vormachen, wenn niemand aus dem Feld in diesem Thema wirklich steuert und da dran bleibt, passiert da nichts. Und das ist unsere derzeitige Auffassung, dass es notwendig ist, genau bei diesen, unter anderem bei diesen beiden Themen, es gibt andere, anzupacken, was zu tun und da voranzukommen. Wenn wir das wollen, brauche ich und auch Frau Kupfer, Gesa, brauchen wir dafür Zeit und Ressourcen. Und da brauche ich ein Stück weit sozusagen, oder möchte ich darum werben, vielleicht uns auch Vertrauen gegenüber aufzubringen, weil wir planen derzeit, den Nationalen AIDS-Beirat zunächst nicht zu verlängern in diesem Jahr. Aber das heißt für uns nicht, dass es den Nationalen AIDS-Beirat oder ein Gremium, ein Begleitgremium mit Beratung, wo Wissenschaften noch mehr stärker dabei ist, dass es das nie wieder geben darf. Weil auch der jetzige NAB war eine Zeit lang außer Kraft. Der hat nämlich viele Jahre nicht getagt. Und dann haben wir ihn wieder eingesetzt. Und für mich wäre es im Moment ein Zeitpunkt, wo es für uns eine große Entlastung wäre, ihn nicht kontinuierlich fortzuführen, sondern zu sagen, und wenn wir so weit sind, dass wir mal Dinge abarbeiten können, die wirklich anstehen und wo wir echt mal einen Schritt weiterkommen wollen, dann können wir auch gucken, was wir wieder brauchen. Oder ich kann mir auch vorstellen, auch hier erneut Rechenschaft abzulegen oder in anderen Foren, um zu sagen, okay, es funktioniert nicht. Ja? Oder wir brauchen das oder wir, und da würde ich gerne in einem Dialog sein. Mich würde im Moment die Resolution sehr einschränken, weil sie sozusagen nur vorgibt, wir sind dagegen.
Insofern würde ich noch mal werben, ob da noch nicht. Entschuldigung, dann ich habe es nur aus dem Anmeldeheft. Ich habe nicht den Resolutionsentwurf. Insofern vielleicht spreche ich jetzt falsch. Insofern ist gut, wenn man mir den noch mal zeigt. Wir reden ja gleich auf der Bühne noch darüber. Also, der Björn wird auf der Bühne sein, wenn wir talken dazu. Super, genau. Also soweit ging es mir erstmal auch nur, und da dürfen wir auch gerne kontrovers zu diskutieren, weil das mag das kann ich auch verstehen. Und insofern, was wir auf jeden Fall wollen, das ist aber natürlich nicht dieselbe Form wie ein nationaler AIDS-Beirat, ist einen kontinuierlichen Austausch mindestens einmal im Jahr, so wie wir das im März dieses Jahres auch hatten, mit allen Akteuren aus dem Feld, wo wir eben auch immer wieder eine Bestandsaufnahme machen, wo wir gerade stehen, wo ein besonderer Handlungsbedarf ist und wo vor allem auch die Länder und Kommunen mit dabei sind. Soweit erstmal also für diesen Stand, denn was auch noch zur Wahrheit dazugehört, wir haben im Moment die Strategie, aber wie wir sie in welchen Schritten auch weiterentwickeln oder messen können, das haben wir noch nicht final entschieden. Also weil soweit sind wir einfach noch nicht. Dafür brauchen wir auch Zeit, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da im nächsten Jahr mehr zu erzählen könnte oder auch andere das tun werden. Vielen Dank. So, und ich würde gleich, weil das natürlich gerade schon losging mit der Diskussion, hier einmal einhaken. Da steht im Raum, der NRB soll nicht fortgeführt werden. Ihnen ist vielleicht noch einmal die Frage vorab, bevor wir darauf eingehen, wie soll denn die Beteiligung von Menschen mit HIV ganz konkret sichergestellt sein in Zukunft? Denn im Nationalen AIDS-Beirat saßen ganz verschiedene Leute, Ärzte, Präventionisten und so weiter, aber eben auch Menschen mit HIV als Expertinnen und Experten in eigener Sache. Naja, ich glaube, die sind an. Sind die an? Ja. Ja, endlich, also in jedem Fall in der Form, wie wir das eben auch in den letzten Jahren praktiziert haben. Also weil sowohl bei den Diskussionsrunden zur Strategie war die Selbsthilfe mit eingeladen. Und es war uns auch sehr wichtig, das zu tun. Und eben auch bei jeglichen Fachgesprächen, die wir in der letzten Zeit geführt haben, bei denen es darum geht, tatsächlich auch Herausforderungen oder Neuerungen zu diskutieren. Eins davon war jetzt gerade im Januar das Treffen zur PrEP. Und also aus meiner Sicht können in dieser Form der Dialogveranstaltungen, wo es darum geht, wie man mit dem einen Thema umgeht oder nicht, die können gar nicht ohne Menschen mit HIV laufen. Und für mich ist es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal auf dieses Thema mit der Haft komme, also mein Anliegen ist tatsächlich, da mit den Justizministerien und so weiter anders ins Gespräch zu kommen und die auch anders da nochmal herauszufordern und anzugehen. Für solche Gespräche würde ich auch natürlich Personen benötigen, die schon im NRB dabei waren. Also das heißt nicht, dass die Kompetenz, die da drin erworben haben, nicht weiter genutzt wird. Aber eben im Moment würde uns eben ein dauerhaftes Begleitgremium einfach wieder sehr viel Zeit und Kraft kosten. Das heißt, es gibt weiterhin Austausch, es gibt weiterhin Input in Richtung BMG, aber natürlich auf einer etwas weniger offiziellen Ebene als in einem offiziellen beratenden Gremium der Bundesregierung. Ich würde erstmal Björn fragen, Björn, ist das für dich oder für euch, ihr habt eine Resolution veröffentlicht dazu, auch im Programmheft in der Kurzversion nachzulesen, ist das für euch ein gangbarer Weg? Reicht euch das? Also erstmal haben wir die Resolution dann noch nicht veröffentlicht, sondern wir haben einen Entwurf erarbeitet, den wir hier im Rahmen der positiven Begegnung mit der Community gemeinsam diskutieren wollen. Und ich würde mich natürlich freuen, das findet am Samstagvormittag statt, wenn du vielleicht in diesem Workshop auch mit dabei wärst. Was für uns ganz wichtig ist, dass es ein Gremium gibt oder eine kontinuierliche fachliche Zusammenarbeit über eine Zeit hinweg, und der NRB hat einfach gezeigt, dass gerade die langfristige Arbeit an verschiedenen Themen auch die Qualität ausmachten. Und das ist uns ganz wichtig, dass eben die Community einbezogen ist und dass es eine kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung seitens der Community zum BMG gibt. Möchtest du da noch was? Ähm,
Ja, das kann ich total gut natürlich sowieso nachvollziehen. Die Frage ist eher im Moment dann wie. Ja, also ob das eben im Rahmen eines solchen Gremiums ist, kann das auch ein Dialog sein, wenn er gewünscht ist. Da wäre ich wirklich sehr offen für, also Community, ein Dialog-Community mit BMG, also wo man uns auch mal eher fragen kann, was wir irgendwie hier gerade irgendwie vorhaben oder was wir machen, also bezüglich verschiedenster Maßnahmen. Also das ist eine andere Sache, weil wenn ich in einem Austausch bin, da brauche ich nicht diese Vorbereitung und Betreuung. Beim NAB mit den Arbeitsgruppen war es einfach das erarbeitet sich eben nicht von selbst, weil die meisten Mitglieder, die da drin sind, oder alle sind ehrenamtlich da drin, die haben ihre festen Jobs. Und natürlich ist der Einsatz, den sie da reinbringen können, begrenzt. Also und sie haben viel reingebracht. Also das ist jetzt nicht so, dass da nicht auch Arbeitskraft von denen drinsteckt. Aber letztendlich war auch sehr viel Entwicklungsarbeit von uns damit drin. Und da geht es dann eher um die Priorisierung. Aber welche Form der Einbindung da noch möglich ist, da sind wir absolut also offen für einen Austausch und auch für eine Entwicklung. Also auch vielleicht ja auch was nicht sofort jetzt in diesem Jahr eingerichtet wird, aber wo wir darauf hinarbeiten oder wie auch immer oder was schritteweise erfolgt. Gehören vielleicht noch ein, zwei Sätze zu den anderen Punkten der Resolution. Da geht es ja auch darum, wie entsprechend dieser Strategie Mittel eingesetzt werden sollen, was die Deutsche AIDS-Hilfe tun soll. Es geht auch darum, dass es bestimmte Vorgaben für die Prävention gibt. Was ist euch wichtig in diesem Entwurf? Also du vermengst jetzt gerade alle drei Resolutionsentwürfe in einen. Es gibt drei Entwürfe, das habe ich bisher falsch verstanden. Wir haben drei Entwürfe, die wir auch getrennt voneinander diskutieren wollen. Es wird eine Resolution zu dieser bis 2030 Strategie geben, die wir wirklich sehr begrüßen, worüber wir sehr froh sind, dass Selbsthilfe so explizit rausgehoben wird und die Bedeutung von Selbsthilfe auch in der Prävention unterstrichen wird. Das finden wir ganz wichtig. Und ich war in New York dabei, der Minister hat es gesagt, ohne die Selbsthilfe ist eine gute Prävention nicht zu machen und damit eben auch nicht ohne Menschen mit HIV. Und ich finde, das ist ein geiles Statement. Das wollen wir aufgreifen und möchten... Das greifen wir an der Stelle nochmal auf und möchten an der Stelle dann auch drei, sage ich jetzt mal, Arbeitsaufträge verteilen. Einmal mit euch zu diskutieren im BMG, was ist denn jetzt euer Part in der Umsetzung dieser Strategie? Was ist der Part der Deutschen AIDS-Hilfe in dieser Umsetzung? Was ist der Part der Selbsthilfe natürlich auch? Als positive Gesichter haben wir da großes Interesse dran. Aber auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass an der Stelle einfach nicht so krass getrennt wird zwischen Primärprävention, Sekundärprävention und Selbsthilfe, sondern dass Selbsthilfe gestärkt wird, dass das auch finanziell gestärkt wird, dass wir klare Zusagen kriegen und dass das eben dann auch möglichst unkomplizierter, als wir das in der letzten Zeit hatten, aus den Mitteln der BZGA dann finanziert wird. Das ist die eine Resolution. Dann haben wir die Resolution zum Nationalen AIDS-Beirat. Das resultiert daraus, das ist auch nachvollziehbar, dass mit einer neuen Strategie auch dieses Gremium auf dem Prüfstand steht. Was ist vielleicht gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, wo hat man Ressourcen oder auch nicht. Und auch da möchten wir mit euch zusammen diskutieren, wie man das eben wirklich kontinuierlich, damit eben nicht nur in einzelnen Arbeitsgesprächen oder in einzelnen Arbeitstreffen gearbeitet wird, sondern dass auch in der Zwischenzeit kontinuierlich an diesen Themenfeldern gearbeitet wird. Und das zeigt ja dann auch die Qualität der Ergebnisse. Und die dritte Resolution, die wir vorbereitet haben, trägt den Titel Diskriminierungsfreie Primärprävention. Da geht es darum, dass wir Solidarität fördern, dass wir Lebensrealitäten berücksichtigen und Aufklärung wirklich auf wissenschaftlich basierten Fakten machen. Und jetzt nur mal als Beispiel, in der PrEP haben wir es wieder gesehen, das Kondom wird als das Allheilmittel propagiert und wissenschaftlich ist das nicht zu begründen. Wir haben jetzt in den letzten Studien gesehen, dass Schutz durch Therapie viel effektiver ist als das Kondom. Und dann kommt immer, ja, aber es gibt ja auch noch andere STIs. Ja, aber auch da schützt das Kondom eben nur bis zu 60%.
Und das sind so Dinge, da fordern wir einfach mehr Rückendeckung für die Community und für die Selbsthilfe, dass wir Prävention eben so gestalten, dass es nicht auf dem Rücken von Menschen mit HIV ausgetragen wird. Ja, danke Björn. Ich glaube, von uns habt ihr die Rückendeckung bei diesen Themen. Ich glaube, da müssen wir nicht so lange drüber diskutieren. Oder nur, dass wir das nochmal klar haben. Also oder? Bisher war ganz okay. Ja. Herr Verbeet, wir wollen natürlich heute nach vorne diskutieren und gucken, wie kann vielleicht der Spiegel auch ein Teil der Lösung sein. Aber beim Spiegel muss man, da haben Sie Verständnis für, denke ich, auch nochmal ganz kurz zurückgucken. Das ist einfach ein Verhältnis mit Geschichte, über das wir hier sprechen. Der Medienjournalist Stefan Niggemeier hat die Berichterstattung des Spiegel in den 80er Jahren zu HIV und AIDS zusammengefasst mit dem Satz, die Schwulen bringen uns allen den Tod. Also diese apokalyptischen Vorstellungen, die da einige Spiegelautoren gezeichnet haben, verbunden mit der Gefahr der allgemeinen Bevölkerung, einer Abwertung von schwulen Menschen. Das sitzt nach wie vor tief, das haben viele noch im Kopf und das ist immer noch nicht so ganz vom Tisch. Können Sie uns glapper versichern, dass es im Spiegel ein Umdenken gegeben hat? Ja, das kann ich. Sie haben angesprochen, vor einigen Jahren haben wir auch einen Preis bekommen und da ist die ganze Diskussion nochmal hochgekommen, völlig zu Recht, finde ich. Und Stefan Niggemeiers Beitrag kenne ich auch. Wir wurden wahrgenommen als Teil des Problems, deswegen war ich schon sehr dankbar, eingeladen zu werden. Das ist ein weiter Weg von Teil des Problems zu sei ein Teil der Lösung. Und ich kann Ihnen das versichern, ich habe das vor einigen Jahren versichert und ich weiß, dass es viele Diskussionen gab, aber immerhin hat eine Jury, der auch die AIDS-Hilfe angehört, ja festgestellt, dass wir vielleicht nicht gut waren, aber immerhin besser geworden sind. Und ich möchte da, also uns, Sie können mir glauben, aber vielleicht auch der AIDS-Hilfe selber glauben, die gesagt hat, es war nicht alles gut, aber immerhin wurden wir besser. Um das mal ganz präzise zu fassen, also es gibt natürlich viele AIDS-Hilfe in Deutschland. Es gab damals auch Streit darum, in unseren Zusammenhängen, die deutsche AIDS-Hilfe hat diese Preisverleihung damals kritisiert. Insofern. Ja, teilweise auch boykottiert. Ich bin ja schon froh, dass hier nicht alle wieder Trauerflor tragen, wie bei der Preisverleihung damals. Also das sehe ich. Aber wir haben uns dem gestellt und wir stellen uns dem. Und die Berichte sind lange her, die sind nicht gut. Wenn wir in die letzten Jahre gucken, und ich habe mir jetzt für die Veranstaltung heute nochmal unsere Berichterstattung der letzten Jahre angeguckt, habe jedenfalls ich da nichts erkannt, was fragwürdig wäre. Lass mich da aber auch gerne eines Besseren belehren und sitze ja auch hier, um zu diskutieren. Wir machen nicht alles richtig, auch jetzt nicht. Und ich kann Ihnen nicht versichern, dass wir in Zukunft alles richtig machen werden, aber wir geben uns sehr viel mehr Mühe. Hat sich der Spiegel ausreichend entschuldigt aus Ihrer Sicht? Ich habe mich damals entschuldigt auf dieser Veranstaltung vor immerhin 800 Leuten. Das wurde gefilmt, das wurde kommentiert, das wurde berichtet. Wahrscheinlich kann man sich für Verletzungen nie ausreichend entschuldigen. Verletzungen sind groß, das nehme ich wahr. Und es ist auch nicht, ich kann das nicht beurteilen, ob es ausreichend war. Das steht mir nicht zu, aber ich kann sagen, ich habe klare Worte gefunden, hoffe ich, denke ich. Und ich kann die gerne wiederholen. Also wir bitten wirklich um Entschuldigung für die Verletzungen, die wir hervorgerufen haben. Ich glaube, bei uns in der Redaktion war nicht allen klar, wie groß die sind. Das haben wir verstanden anlässlich der Preisverleihung, über die wir uns zunächst gefreut haben, ganz schlicht und einfach gefreut, aber nur auch wahrgenommen haben, was vorher war. Sie waren persönlich noch nicht dabei. Sie sind heute in einer ganz anderen Situation bei der Berichterstattung über HIV und AIDS. Und was ich jetzt sage, betrifft auch den Spiegel, aber auch viele andere Medien. Wir erleben immer noch viel Dramatisierung. Wir erleben manchmal, dass zum Beispiel Zahlen hochgejatzt werden zu einer besonderen Bedrohung. Das kommt auch im Spiegel noch manchmal vor, aber eben auch in anderen Medien. Ist das die Logik der Medien, dass sie immer alles dramatischer zeichnen müssen und vergessen, dass dahinter Menschen stehen, die davon unmittelbar betroffen sind? Das ist mir jetzt für den Spiegel ehrlich gesagt ein bisschen pauschal. Also wir achten da wahnsinnig drauf. Da müssten wir jetzt wirklich in den Einzelfall gucken. Bei uns wird jeder einzelne Text, der im Heft gedruckt wird, von einer eigenen Abteilung geprüft, die darauf achtet, dass die Zahlen stimmen. Und dann würde ich Sie wirklich bitten, Beispiele zu nennen, weil das trifft mich sehr, der Vorwurf, und wir tun alles dagegen. Also ich nenne Ihnen ein Beispiel, das sind sehr subtile Dinge, die vielleicht auch den Beteiligten gar nicht bewusst sind. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, es wurde letztes Jahr vermeldet, dass die Infektionszahlen in Deutschland stabil sind. Da fehlte der Hinweis, soweit ich mich erinnere, dass es auf einem sehr niedrigen Niveau ist. Es wurde gesagt, die sind stabil und sinken nicht, obwohl es ja die ganzen Therapien und die ganze Aufklärung gibt. Also da wurde dann suggeriert, dass etwas Schlimmes passiert. Es wurde aber nicht erklärt, warum die nicht sinken, sondern stehen. Es gab keine Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Grund, was ja eigentlich die Aufgabe von Journalismus ist, oder?
Sie haben ein Beispiel aus dem letzten Jahr, das ich so nicht im Kopf habe. Ich habe ein Beispiel aus diesem Jahr mitgebracht. Ja. Vielleicht darf ich auch das bitte, bringen. Bitte. Das ist eine Meldung, die wir hatten in unserer schönen Rubrik. Früher war alles schlechter. Das heißt, heute wird manches besser. Ist für uns auch ein Weg. Wir beschreiben nicht nur Probleme, sondern auch Dinge, die besser werden. Und da ordnen wir die Zahl ein. Und ich hoffe so, dass Sie es auch ganz gut finden. Es geht um AIDS-Tote. 1,1 Millionen AIDS-Tote im Jahr 2015 sind keine gute Nachricht. Es ist eine schreckliche Zahl. Aber die Zahl sinkt seit 10 Jahren schon. Das ist vorhin angesprochen, bis 2030 will die UNO AIDS besiegt haben, wie sie vergangene Woche in New York verkündet hat. Es ist nicht gut, aber es wird besser. Ich hoffe, dass das eine vernünftige Einordnung ist, mit der Sie gut leben können. Und wir versuchen es dann künftig immer so gut zu machen und dann nicht so wie im letzten Jahr offensichtlich. Nun stehen Journalisten ja auch vor einer Herausforderung. Die große Katastrophe ist weg, die immer natürlich Meldungen und Berichterstattung nach sich zieht. Es gibt so etwas wie Normalisierung. Ist dieses Thema für Sie als Journalist generell überhaupt noch berichtsfähig? Also ist die Normalisierung ein Thema, das man machen kann? Wie lebt man heute mit HIV? Das kann man machen, aber Sie sprechen natürlich einen wunden Punkt an der Medien. Und da kann ich auch nicht nur für den Spiegel reden. Medien leben von dem Spektakulären. Und für den Spiegel ist es ja auch so, dass viele Menschen sich wünschen, gerade nicht im Spiegel aufzutauchen. Insofern ist Normalisierung in mancher Hinsicht vielleicht ja auch etwas Gutes, weil wir eben über Missstände berichten. Das ist unsere Aufgabe, unser Selbstverständnis. Und tatsächlich tun wir uns schwer. Wir probieren bei Spiegel Online, unserer Internettochter, gerade etwas aus, das man unter dem Schlagwort Constructive Journalism zusammenfassen könnte. Der Begriff passt, glaube ich, gar nicht so genau. Aber was wir damit meinen und was wir da versuchen, ist auch mehr Normales abzubilden, auch Positives abzubilden. Und das wird von Lesern sehr gut angenommen und da wollen wir weitermachen. Das ist aber auch für uns noch ein Weg. Sie haben recht, ansonsten haben Journalisten die Tendenz dazu, eher das Negative zu sehen, ein bisschen vielleicht wie Arbeitnehmer im Unternehmen. Da wird auch viel gemeckert und selten das Positive gesehen. Daran arbeiten wir. Vielleicht nehmen Sie ein paar Themen mit von hier. Es ist ja durchaus auch eine Sensation, wenn man mal 20 Jahre zurückguckt, dass man heute sagen kann, mit HIV kann man alt werden, man kann mit HIV Kinder bekommen auf natürlichem Wege und so weiter. Mhm. Vielleicht ist das etwas, was durchaus dann in diesem Sinne auch Potenzial hat. Darf ich ganz kurz einhaken? Ich habe mir auch unsere Berichterstattung angeguckt. Diesen großen Text haben wir 2013 schon geschrieben. Insofern waren wir da immerhin mal einmal der Zeit voraus. Das ist ja vielleicht auch mal eine gute Nachricht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht noch mal schreiben können. Ich würde gerne ausdrücklich dazu ermuntern, auch wenn es Fragen oder Diskussionsbeiträge gibt hier, die nicht ich vortrage, sondern jemand anders, dann bitten. Ja, ich hätte durchaus eine Frage, weil mir das tatsächlich auch nicht ausreichend, oder ich weiß es einfach nicht, wie darüber diskutiert wird jetzt in Journalistenkreisen. Gibt es Zirkel, wo auch über Sprache gesprochen wird, also wie man etwas ausdrückt. Weil ich weiß es aus meiner eigenen Tätigkeit, bevor ich im BMG gearbeitet habe, habe ich zum Thema häusliche Gewalt gearbeitet. Das war über viele Jahre immer nur Partnergewalt und da wurde viel investiert, also jetzt nicht an Geld, sondern vor allem an Diskussionen, damit heute vor allem auch Journalistinnen und Journalisten häusliche Gewalt schreiben und nicht Partnergewalt. Ein ähnliches Phänomen erleben wir mit HIV und AIDS. Also es wird immer wieder der AIDS-Kranke gesagt. In der Regel geht es aber nicht um einen AIDS-Kranken, sondern um einen HIV, also einen Menschen, der mit HIV lebt. Und in der Regel sind die ja, wie wir wissen, auch gar nicht unbedingt, können gar nicht das Virus übertragen. Und das wird aber eben immer noch gerne hochgejazzt. Also gerade auch, und da meine ich jetzt nicht den Spiegel, ja, also, sondern Presse generell. Also auch wenn es um eine Vergewaltigung oder um irgendeinen Notfall geht, ein Arzt hat irgendjemanden behandelt und dann war da noch eine Spritze und dann ist da sozusagen gleich noch das AIDS-Risiko. Dadurch entsteht eben sehr viel. Also zumindest eine Verängstigung, die in der Form für die Bevölkerung nicht notwendig wäre. Der Einzelne. Also es kann sein, dass der einzelne Arzt oder Ärztin durchaus sich testen lassen sollte, aus bestimmten Gründen. Das muss man dann auch klären. Aber es wird eben sehr gerne aufgegriffen. Und das ist, glaube ich, eins, wenn wir eben über dieses Thema Stigma reden, das wäre eine Aufgabe, wo tatsächlich Journalismus auch, also was zumindest mit verändern kann, nämlich eben Entängstigung.
Also Sie haben gefragt, ob darüber diskutiert wird. Ja, selbstverständlich. Also Sprache ist Macht, Sprache ist auch Vorurteil teilweise. Wir achten da wahnsinnig drauf. Also wir diskutieren da in der Redaktion eigentlich jede Woche an einem Text, ob die Tonalität stimmt, ob die Begriffe stimmen. In der Berichterstattung über AIDS, würde ich sagen, gehen bei uns alle Warnlampen an. Ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo uns da irgendwas durchgerutscht ist, was wir so nicht schreiben wollten. Ich weiß noch, bei der Preisverleihung vor 2-3 Jahren kriegte ich so ein Glossar an die Hand, welche Begriffe zu vermeiden sind, welche Begriffe wie zu verstehen sind. Und da kann ich Sie nur ermuntern, dass das noch an noch mehr Medienvertreter zu tragen und auch gerne mal überlegen, in welchen Verbänden bei uns man es vielleicht noch mehr verbreiten könnte, weil das ist wichtig, das ist tatsächlich wichtig und das kann man auch gar nicht wichtig genug nehmen, die Sprache. Uwe Gatt. Bei sprachlichen Finessen sind, muss ich doch noch einmal auf das andere Thema zurückkommen. Sie haben damals, Sie haben sich damals öffentlich entschuldigt, Sie haben im Blatt eine sehr viel mildere Formulierung verwendet. Da stand so etwas wie, viele Menschen haben unsere Berichterstattung als abwertend empfunden. Das war weit entfernt von dem, was Sie jetzt gerade persönlich gesagt haben. Haben Sie darüber auch diskutiert? Ja, das im Blatt war tatsächlich ein Versehen. Das war dummen Redaktionsabläufen geschuldet. Auch dafür kann ich nur um Entschuldigung bitten. Das kann man kaum glauben, wenn man den Vorlauf kennt. Aber manchmal passieren auch bei uns Dinge. Heute Abend wird wieder ein Heft gemacht. Ich werde gleich zurückeilen und hoffentlich nicht wieder solche Abläufe machen. Das, was ich damals gesagt habe, gilt. Und das haben wir im Spiegel Online auch so veröffentlicht, dass es jeder nachlesen kann. Vielleicht kann man es ja zum Beispiel im Print auch nochmal wieder aufnehmen. Vielleicht auch nochmal so die Frage, wir reden ja darüber, sei Teil der Lösung. Wie kann aus Ihrer Sicht, wie können die Medien, wie kann der Spiegel, wie kann andere Presse zukünftig Teil der Lösung sein? Wie können wir auch mit ihnen umgehen? Haben Sie da Ideen? Bei dem Satz treffen Sie so ein bisschen wunden Punkt, weil wir eigentlich Teil von gar nichts sein wollen. Wir wollen kein Teil des Problems sein, das habe ich gesagt, aber Teil der Lösung sein ist für Journalismus, jedenfalls wie wir ihn betreiben, tatsächlich ein schwieriges Selbstverständnis. Das kann ich nur ganz, ganz offen sagen. Da gilt der Satz, den Sie schon gehört haben, Journalist soll sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und diese Distanz wollen wir auch wahren. Das muss ich so offen sagen. Ich habe aber gerade nicht unbewusst auch das Beispiel von des Constructive Journalism erwähnt, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das ist schon ein Weg, von dem ich glaube, dass wir ihn weitergehen sollten, bisher zu wenig gegangen sind. Also positive Dinge benennen, sie auch beschreiben, das Normale beschreiben als das Normale. Und dann glaube ich schon, dass wir sowas wie ein Teil der Lösung sein können, ohne es zu wollen. Wäre eine Vorstellung davon. Das ist, glaube ich, ganz automatisch der Fall. Eine gute, ausgewogene Berichterstattung ist immer auch Teil der Lösung. Und niemand erwartet von Journalisten Aktivismus, wie zum Beispiel, man beachte die Überleitung vom FC St. Pauli. Wir haben dich, Urke, auch so ein bisschen als Role Model eingeladen, weil ihr mit dem FC St. Pauli natürlich in einer extrem schwer bespielbaren Welt gegen Ausgrenzung eintritt. Man sagt zumindest, man denkt zumindest, im Fußball ist besonders schlimm, Homophobie, Sexismus, Rassismus. Ist das so? Und wie kriegt ihr da mit dem Thema ein Bein an die Erde? Wie macht man das? Das wollen wir lernen von euch. Also ganz klar, auch bei uns und auch der FC St. Pauli ist kein Hort der Glückseligkeit. Auch bei uns im Umfeld und auf den Tribünen hörst du Worte, die Sprache ist Macht, die in dem Sinne unerträglich sind. Wir haben es in der Stadionordnung eben relativ früh verordnet und haben auch gesagt, wenn etwas auffällt, gewisser Sprachgebrauch, gewisse Worte, dann sind die Ordner dazu angehalten. Es gibt bei uns Ordnerschulungen vor jeder Saison, jeder Halbserie, wo es um das Tragen von gewissen Klamotten geht, wo es um das, um die Nutzung von Worten geht. Und die Leute, die das dann benutzen, laufen mindestens Gefahr, Stadionverbot dann zu erhalten, beziehungsweise aus dem Stadion herausgeführt zu werden. Und es ist dann tatsächlich auch so, wir haben natürlich und sehr viel bei uns im Verein wird von den Aktivistinnen im Umfeld, es ist nicht immer, das ist ja nicht von oben ein Präsident oder ein Aufsichtsrat oder so sagt, sondern bei uns ist das Wichtige und Spannende, es kommt aus dem Umfeld und es kommt von den Leuten. Und auch in ihren Kurven und in ihren Tribünen achten sie darauf, dass gewisse Dinge nicht passieren. Also wenn, wir haben ja auch ein ganz großes Spannungsfeld zwischen
Gewalt zwischen Diskriminierung und wir stehen als ein sehr toleranter Verein da, aber bei uns gibt es natürlich auch manchmal gewisse Intoleranzen. Ja, also man wirft uns ja manchmal vor, ihr sagt immer, ihr seid so tolerant, aber gegen Nazis seid ihr ja total intolerant. Also das sind Vorwürfe, mit denen wir tatsächlich manchmal auch zu kämpfen haben, weil wir dann wiederum in den Führungsgremien. Es ist also ein wahnsinniges Spannungsfeld einer extrem heterogenen Gruppierung auch, weil nicht alle Fans tragen alle unsere Ziele, sage ich mal, offenkundig vor sich her. Manche finden es auch blöd, ja. Dann hast du im Fußball ganz speziell natürlich auch das Thema immer noch diese Stigmatisierung und Problematik von aktiven Spielern, wo man eben nicht sagen kann und sie auch nicht das Gefühl derzeit haben können, aus sich selbst heraus, sagen, ja, ich denke anders, ich bin anders, ich lebe anders, ich liebe anders. Und das ist natürlich ein total schwieriges Spannungsfeld. Und wir haben uns als FC St. Pauli immer gesagt, oder mindestens wir agieren jetzt zumindest danach und sagen, der Fußball ist ja kein Allheilmittel. Es ist nur ein wichtiges gesellschaftliches Phänomen. Und wir können unsere Plattform zur Verfügung stellen für die Ansprache zu gewissen Themen und Dingen. Und wir als FC St. Pauli sind eben nun mal seit knapp 40 Jahren jetzt politisiert worden durch unsere Mitglieder, durch unsere Fans und wir freuen uns darüber und es macht sehr viel Spaß und wir glauben auch, dass wir damit nicht immer sagen müssen, dass wir anders sind, sondern wir wollen einfach agieren, so ein bisschen Positivismus für Menschen, die in verschiedenen Segmenten ausgegrenzt werden, darstellen zu können und dann haben wir noch ganz andere Debatten immer. Das geht dann um Erfolg oder Nicht-Erfolg. Ganz viele unserer Fans sind ja auch sehr ambivalent. Soll der FC St. Pauli mal erfolgreich sein oder soll er lieber nicht erfolgreich sein? das ist aber tatsächlich eine spannende Frage, weil wir leben jetzt, also in unserer Zeit jetzt hier, seitdem wir das machen, haben wir ganz klar definiert, wir wollen so erfolgreich wie möglich sein. Aus einem ganz einfachen Grund, weil unsere Plattform, um unsere Message dann zu übertragen, dann natürlich viel größer ist. Also ja, wir wollen Champions League-Sieger werden hoffen, dass wir dadurch natürlich ganz viel Positives auch nach außen tragen können. Ob wir das jemals werden, weiß ich nicht. Also beim DFB-Pokal geht ja noch was jetzt erstmal, ne? Ja, ja, wir sollten aber vielleicht auch mal die Nullpunkte, die momentan noch nach den ersten zwei Spielen stehen, hoffen wir, dass wir am Sonntag in Dresden mal einen Punkt holen. Übrigens, ja. Da passiert auch was Spannendes. Man sagt ja immer in Dresden und das ist dann immer sehr schwierig, auch schwieriges Fanumfeld und auch politisches Minengebiet für unsere Fans. Auf den Tickets zum Spiel war jetzt eben eine ganz klare Kampagne gegen rechtspopulistische Tendenzen. Und das, finde ich, ist eben viel wichtiger. In Dresden dann? Ja, Tickets der Dresdner. Weil es ist immer, das möchte ich auch immer mal auf ganz klar sagen. Auf eure Initiative hin? Oder wie kommt Nein. Und das ist jetzt genau das Spannende. Es ist immer ganz einfach, in Kreuzberg oder St. Pauli eine tolle Flagge hochzuhängen und sagen, wir sind gegen Nazis oder wir sind gegen Homophobie oder was auch immer. Wichtig ist es wirklich dort vor Ort, wo die Menschen die akuten Probleme haben. In St. Pauli leben wir oder auf St. Pauli sehr häufig in einer Insel der Glückseligen, zumindest der, die es dann politisch so empfinden. Strahlt das aus, was ihr macht? Also haben die Dresdner das vielleicht von euch gelernt? Bewegt sich auch im Kopf des Borussia Dortmund-Fans, jetzt nicht diesem hier, aber eines anderen? Also kriegt ihr Feedback, dass Leute sagen, Mensch, da bin ich jetzt mal ins Grübeln gekommen. Tut sich da was auch außerhalb von euren Kreisen? Ja, es passiert tatsächlich auch von Aktivistinnen und Aktivisten und Initiatoren. Also zum Beispiel gibt es immer, unser Fanladen ist eben, nicht nur, dass er jetzt gerade aktuell ausgezeichnet worden ist für eine Kampagne seitens des DFBs, sondern wir haben auch Fanbetreuer, die dann von anderen Vereinen häufig eingeladen werden. Und auf dieser Ebene, also wo man auch mit den Leuten arbeitet,
Das ist wichtig. Mhm. Weißt, ich finde das immer so albern. Da werden immer irgendwelche Präsidenten irgendwo hingeschickt und die sollen dann irgendwas erzählen. Wichtig ist, die Leute vor Ort, die mit vielen Leuten sprechen, das sind die wichtigen Menschen, die es auch verändern können. So ein komischer Präsi-Vogel wie ich, der kann immer nur das vermitteln, was die Menschen bei uns tun. Und das ist auch die Aufgabe. Und ich finde, manchmal tun wir echt so, als ob wir dann ein Rad neu erfunden hätten. Aber die Menschen, die das tun, werden einfach nicht gehört. Und wie kriegen wir das hin, dass die Menschen, die viel an der Basis, in den Communities arbeiten, dass die gehört werden, weil sie eine Verstärkung durch, was auch immer es dann sind, Vorstandsvorsitzende oder Politiker oder Präsidenten bekommen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ja, man merkt ja, dass sich im Fußball inzwischen als gesamtgesellschaftliches Phänomen, man weiß manchmal nicht, ob das mehr Image ist oder manchmal auch tatsächlich ernst gemeint. Ich empfinde das jetzt in meinen 2 Jahren so, es sind viele ernst gemeinte Themen dabei, dass sich auch in anderen Vereinen und auch auf Verbandsebene Dinge tun. Ja, also da gibt es Antidiskriminierungskampagnen noch und nöcher. Wie gesagt, ich wünsche mir immer, denkt daran, das darf nicht nur symbolisch sein, sondern unterstützt die Arbeit in den Communities. Ja. Und das ist auch, ich habe die Debatte jetzt natürlich nur so am Rande verfolgt, aber ich finde immer wichtig, die Leute, die die Arbeit, ob ehrenamtlich oder nicht machen, die brauchen natürlich auch eine Unterstützung. Und natürlich, das kenne ich auch, das ehrenamtliche Engagement um den FC St. Pauli führt natürlich auch häufig dazu, es ist eben nicht immer alles total stringent und super professionell mit dem perfekten Prozessablauf und einem perfekten Projektplan, aber die Menschen trotzdem unterstützen in dem, was sie tun. Und ich weiß nicht, ob das ein Beitrag für die Debatte um die zwischen euch beiden ist, aber ich würde mir wünschen, dass ihr da eine Einigung findet. Entscheidend ist auf dem Platz, sagt man, glaube ich, im Fußball ja auch. Ne? Also da, wo es dann wirklich zur Sache geht, wo dann wirklich Maßnahmen gemacht, geplant, besprochen werden. Letzte Frage mit einer Bitte um eine ganz kurze und präzise Antwort, Urke. Alle warten auf den ersten offen schwulen Profifußballer. Wann kommt er und wer ist es? Ich sage das jetzt mal so, ich finde die Frage doof. Ja? Und danke. Ich finde die Forderung doof, weil ich damit auch das Gefühl habe, so passiert es doch dann erst recht nicht. Mhm. So, und ich glaube, lasst die Menschen so leben, wie sie leben wollen. Und ich hoffe, aber ich meine, ich habe auch vor 5 Jahren nie geglaubt, dass wir einen solch rechtspopulistischen Dreh wieder in unserem Land erleben werden, wie wir ihn derzeit erleben. Und wenn ich jetzt manche Debatten, wenn ich mit meinen Kindern drüber spreche, dann denke ich immer, das gibt es für mich gar nicht, dass ich dieselben Debatten führe, die ich vor 20 Jahren teilweise geführt habe. Und insofern immer vorsichtig, immer weiter arbeiten und zu viel Forderung und Druck hilft nicht immer. Ja? Ganz herzlichen Dank. Ich könnte noch ewig mit euch weiterreden. Ich glaube, es waren ein paar klare Fragen und auch ein paar sehr klare Antworten jetzt dabei. Ich möchte noch ganz kurz nachtragen, der Preis, von dem vorhin die Rede war, ich glaube, ich habe es nicht gesagt, da habe ich meine journalistische Sorgfaltspflicht nicht erfüllt. Es war die Kompassnadel des schwulen Netzwerkes NRW. Das gehört zur Vollständigkeit natürlich dazu. Ich möchte bei allen, die hier jetzt sitzen, ganz herzlich Danke sagen, dass ihr da seid, dass ihr schon was beigetragen habt zur Lösung. Ich möchte außerdem darauf hinweisen, dass Herr Verbeet heute im Redaktionsschluss hierher gekommen ist. Da geht's, ich weiß das selber, als ehemaliger Journalist, da geht es richtig zur Sache. Deswegen muss er auch gleich wieder los. Das ist also nicht irgendwelcher Geringschätzung gegenüber der Veranstaltung geschuldet, wenn er gleich aufbricht. Sondern hier war es sehr viel schöner. das glaube ich nun auch wiederum sofort. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ganz herzlichen Dank an alle. Und wir beginnen ja mit den Diskussionen erst. Und es wird ganz viel Raum sein, in den positiven Begegnungen diese Themen zu vertiefen. Herzlichen Dank an euch.
Vielen Dank euch. Das ist so ein eigenes Lied und das nächste ist auch ein eigenes Lied. Das spiele ich euch auch noch vor. Das heißt, nicht nur träumen. Hat jemand schon Schafe gesehen? Echt? Geil. Kannst du dich hier so hinstellen? Ich bin auch kein Dortmund-Fan. Be brave, be cool. Sei mutig, denn du bist nicht allein. Wir sind etwas anders. Etwas schwul. Etwas lesbisch. Etwas politisch.
Etwas verrückt. Mitten in der Szene. In Köln. In Hamburg. Berlin. In Braunschweig. In ganz Deutschland für euch unterwegs. Sei mutig, denn du bist nicht allein. Brave informiert, klärt auf, hilft beim Coming Out und gibt der homosexuellen Community eine Stimme im TV. Wir sind interaktiv. Multimedial. Brave, das etwas andere Magazin, auch in eurer Region. Wir sind das größte Fernsehnetzwerk für die homosexuelle Community in Deutschland. Mach mit und sei ein Teil unseres Teams von Brave. Ja, bewirb dich einfach mit einem Foto bei uns und sag uns, was du machen möchtest an kontakt@brave-magazin.de. Sei mutig, denn du bist nicht allein.